Wir kennen uns seit dem Kindergartenmeister. Wir sehen uns leider noch. Aber nein, es ist schön. Und für ein paar von uns, wie sie alle eigentlich zu Berg waren, das ist natürlich schon ein schöner Anlass. Und es ist auch cool, wenn viele Leute kommen. Und es gibt auch den Hürden zurück, die Wertschätzung für die ganze Arbeit, die sie den ganzen Sommer machen. Das finde ich sehr wichtig. Das sind alles meine Kollegen. Wir haben hier zusammen ein Projekt gestartet mit dem Unterstand oder mit der mit dem Tischli da, wo wir den Oberzug zugucken und so sind wir ein bisschen am Scheren. Es gibt zwei Feste hier im Oberland, wo man muss dabei sein. Erstens Fasnachten und eben nein, natürlich auch Oberzug. Das sind so zwei Highlights für uns Oberländer. Mhm. Ah, Tag wohl. Guten Tag. Wie läuft es mit den Freiburgern? Ja, wettermässig. Es hat auch geschifft. Es hat wirklich, der Himmel hat sich gelehrt. Es hat wirklich auch geschifft, was es denn hat. Gut, dann seid ihr sportlich unterwegs, he? Ja, auf jeden Fall. Optimistisch auch ein bisschen. Ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen decken, sonst regnet es wieder ins Foto. Ich habe Geburtstag gehabt, darum sind wir den Gusten hineingelaufen vom Schwarzsee hierher. Und Toblerone und Bier verteilt. Voilà. Ich komme gerne zu Berg. Das lüftet den Gring zwischendurch. Vor allem, wenn die Zeit so schnell vor ist in der Stadt, dann geht es in der Naturzeit langsam vor. Hey, an Welt zu früh, die Leute sind weltsympathisch. Das Wetter stimmt nicht, aber Rhein macht schön. Also morgen sehen wir noch flotter aus. Ja, grüße mal! Grüße mal! Raclette Käse vom Schärli! Leg los! Gut, ihr seid da, macht den Stand. Genau, ja. Ist das jedes Jahr so? Das ist jedes Jahr, außer bei Corona. Endlich können wir auch einen super Stand machen. Aber das Wetter ist nicht so super, aber die Leute sind gleich da. Egal, das sind auch so die jungen Urchigen. Also, deine Familie ist eingelaufen. Genau, das ist der Feier Elmar und Nicole. Die sind im Scherne, im Lengmoos. Die sind eingelaufen und die anderen die sind hier am Stand machen. Wir machen das für Elmar, für Nicole. Wir sie unterstützen für das, was sie machen den ganzen Sommer. Wir verkaufen ihnen Käse. Wir machen die traditionellen Herzbrezeln noch im Grossmutters Urrezept. Auf dem Feuer direkt, das ist wirklich eine Tradition, die in Scherne geht. Und ja, wir tun das Leben noch mal so richtig, noch im Herbst noch mal schnell. Merci vielmals, das freut mich. Merci vielmals, beste Herzbrezel. Opa, 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 Op